Was schmeckt besser? Der McDonald's Hamburger Royal mit Käse oder der Big Mac? Die Entscheidung fällt jetzt. Mahlzeit bei McDonald's. Wählen Sie mit, denn jeder Bissen zählt. Das neue Dash 3, damit Ihre Haut sich wohlfühlt. Da nimmt man Zederwisch und weg, mit einem Wisch ist alles weg. Orbit ohne Zucker schmeckt einfach toll. Und nur geschützte Haut bleibt glatte Haut. Der Schutz von Camille zum Wohl ihrer Haut. Ja, Rittersport. Schokolade live. Fürs Freisein, fürs Dabeisein. Genuss mit Schwung und Energie. Sie machen Reklame für alles, was Gewinn bringt. Waffen sind eine Ware wie jede andere. Nicht ganz allerdings. Denn mit der Rüstung lassen sich die höchsten Profite erzielen. Die imperialistische Rüstungsindustrie läuft weiterhin auf Hochtouren, wie der BRD in Europa vorneweg. Waffen für alle Gelegenheiten werden angeboten, Waffen für alle Fälle, den Ernstfall eingeschlossen. Nach wie vor setzt die NATO auf militärische Überlegenheit. Ihre Doktrin der konventionellen Stärke, gepaart mit nuklearer Abschreckung, ermuntert abenteuerliche politische Kräfte und sichert den Waffenlieferanten das große Geschäft. Die Friedensfähigkeit des Westens stellt sich damit immer wieder selbst in Frage. In der NATO behauptet die BRD ihren festen Platz. Seit der deutsche Imperialismus sich 1955 wieder mit militärischer Macht versehen hatte, verstärken seine Kontingente die NATO-Streitkräfte. Inzwischen stellt die BRD auch den politischen Chef. Manfred Wörner übernimmt das politische, das zivile Hauptquartier der Allianz. Der erste deutsche NATO-Generalsekretär, der siebente in fast 40-jähriger Geschichte, dankt in den beiden NATO-Sprachen. Die erste Pressekonferenz des Neuen in angloamerikanisch und noch besserem Französisch umreißt die NATO-Politik selbstsicher und präzise. Einheit und Richtung für das Bündnis, konventionelle und nukleare Stärke und die Bürger von der Notwendigkeit solcher Doppelstrategie zu überzeugen. Für Profit und Politik der rechte Mann am rechten Platz. Bundesdeutsche Großmannszucht an entscheidender Schaltstelle. Unvermindert offensive Einsatzvarianten werden in Manövern geübt. Der jeweilige Krisen- und Kriegsfall meint stets den Warschauer Vertrag und schließt den Atomkrieg als normale Konsequenz ein. Die BRD beherbergt die schlagkräftigsten Truppen und ist, der strategischen Planung der NATO folgend, als Aufmarschgebiet vorgesehen. Direkt aus den USA kommt die Verstärkung. Abflug aus dem heißen und staubigen Texas ins kalte und feuchte Europa. Man hat den Reforger-Truppen empfohlen, vorsorglich warme Kleidung einzupacken. Die Zielvorgabe lautet, im Kriegsfall innerhalb von 10 Tagen die amerikanischen Truppen in Deutschland wieder um 100.000 zu verstärken. Ich denke, wir lernen eine ganze Menge aus der Verlegung einer großen Zahl von Truppen. Das Zusammenspiel mit unseren Alliierten und mit unserer eigenen Luftwaffe und Marine. Alles Dinge, die im Krieg anwendbar sind. Feierlicher Empfang auf dem Flughafen Schiphol. Dieses Zeremoniell ist natürlich nur den Soldaten vorbehalten, die mit der allerersten Maschine in Europa eintreffen. Ansonsten geht es bei der Ankunft in Amsterdam, Köln oder Luxemburg recht nüchtern zu. Captain Adler! Captain Adler! Für 4,3 Milliarden Dollar Waffen und Gerät sind in diesen Lagerhäusern, wie hier im holländischen Friesenseen, eingelagert. Nur zu den jährlichen Herbstmanövern der NATO werden die Panzer, Geschütze und Wagen aus den Hallen geholt.
kann also keine Rede davon sein, dass wir etwa unsere Verteidigungsfähigkeit preisgeben. Andererseits sage ich mit derselben Offenheit hinzu, der finanzielle Spielraum ist zu eng. Und deswegen lasse ich keinen Zweifel daran, dass die Bundeswehr mittel- und langfristig mehr Geld braucht. Mehr Geld für mehr Waffen, vor allem neue Waffen. Die Marktlage für die Rüstungsunternehmen ist gut, besser als je zuvor, denn die Politiker und Militärs propagieren jeder Entspannungspolitik zum Trotz die Notwendigkeit einer glaubwürdigen Abschreckung. Ihr fragwürdiges Konzept lautet Abrüstung durch Aufrüstung. Man muss der Bevölkerung deutlich sagen, wenn ihr sicher bleiben wollt, wenn ihr eure Freiheit erhalten wollt, wenn ihr das Bündnis erhalten wollen, dann müssen wir auch finanziell etwas mehr tun, als wir das im Augenblick schaffen. Dieses Bündnis ist ein Faktor des Friedens. Und deswegen werden wir als Deutsche all das, was notwendig ist, dazu beitragen, dass dieses Bündnis geschlossen und sicher und gemeinsam in die Zukunft gehen kann. Versteckt in einem Wald nur wenige Kilometer von Koblenz entfernt. Spezialisten der US-Armee inspizieren eine mit Atomraketen ausgerüstete Einheit der Bundeswehr. Also like to, bring out the simulations. Sie prüfen den Ausbildungsstand der deutschen Soldaten, proben den schnellen und reibungslosen Zusammenbau der atomaren Kurzstreckenrakete vom Typ Lance. Seit über 30 Jahren gibt es diese deutsch-amerikanische Atompartnerschaft. Stellt die Bundeswehr die Träger, Raketen wie diese, aber auch Geschütze und Flugzeuge, die Amerikaner den atomaren Sprengsatz. Das deutsche Heer zählt 26 dieser Lenzwerfer, das Bündnis insgesamt 88, dazu 700 atomare Flugkörper. Fast alle sind auf deutschem Boden stationiert. Flugzeuge, Raketen, Geschütze sollen durch Umrüstung wirksamer abschrecken. Die Modernisierung Nummer 1 läuft bereits. Geräuschlos und unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit hat die NATO neue Atomgranaten für diese 203 mm Geschütze nach Europa gebracht, dafür die alten, aus den 60er Jahren stammenden Geschosse 1988 abgezogen. Staub aufgewirbelt hat die zweite geplante Modernisierung, die Entwicklung eines Nachfolgemodells für die Lance. So soll der neue Werfer aussehen. So die neue Rakete. Reichweite 480 Kilometer. Atomwaffengrüfte sind in den Boden solcher Flugzeugbunker eingelassen. Die deutschen Tornados können dann in kürzester Zeit mit Atomsprengköpfen bewaffnet werden. Die auf Initiative des Warschauer Vertrages zustande gekommene Nulllösung im Bereich der Mittelstreckenraketen, der INF-Vertrag, soll mit neuen Atomwaffen zunichte gemacht werden. Für die abzuschaffenden Waffensysteme wird systematisch und planmäßig Ersatz angeschafft. Die Bedrohung der sozialistischen Länder bleibt. Von der Bundesrepublik aus könnten wieder Ziele in der Sowjetunion atomar bedroht werden. Eine Umgehung des Mittelstreckenabkommens, das die Verschrottung aller landgestützten Atomraketen zwischen 500 und 5500 Kilometern vorsieht. Die Industrie hat die Marktlücke entdeckt. Der US-Rüstungskonzern McDonnell Douglas preist seine Jagdbomber als beste Lösung an, den INF-Vertrag zu umgehen. Atombomber statt Pershing. Ein streng vertrauliches Papier aus der Geschäftsführung von Messerschmitt Bölkow Blohm. Es wurde nur wenige Monate nach dem INF-Abkommen verfasst. Hier werden die Weichen für eine heimliche deutsche Raketenentwicklung gestellt. Die künftige Daimler-Benz-Tochter MBB rüstet sich zusammen mit Diehl, MAN und der US-Rüstungsfirma Martin Marietta für erwartete Bonner Aufträge, genannt Waffensystem Kolas. Das deutsche Interesse an amerikanischer militärischer Atomtechnik wird noch deutlicher, denn entgegen sonstiger Praxis im Raketengeschäft übernehmen deutsche Firmen bei der Kolas-Rakete die Federführung, an der Spitze MBB in Ottobrunn.
Für uns Deutsche stand und steht niemals die Entwicklung einer nuklearen Rakete zur Diskussion. Neben MBB sollen beteiligt werden Diehl in Nürnberg, MAN in Augsburg, Dynamit Nobel in Troisdorf, Wegmann in Kassel und die Industrieanlagenbetriebsgesellschaft in Ottobrunn. Alleiniger Auftraggeber dieser Firmen ist das Verteidigungsministerium in Bonn. Das Bonner Verteidigungsministerium sichert stets eine günstige Beschaffungslage, die Rüstungsbranche ein reichliches Sortiment an Waffen. Dem Waffenangebot entsprechend braucht dann nur noch die passende Bedrohungslage erfunden zu werden. Das ist der Teufelskreis des Militärindustriekomplexes. Ein milliardenschweres Projekt ist bereits als Modell vorhanden, der Jäger 90. Am Gewinn werden sich Rüstungskonzerne mehrerer NATO-Länder schadlos halten. Bündnispolitik. Von Militär- und Luftfahrtindustrie sind ein mächtiges Bündnis eingegangen. Von den technischen Neuerungen des Jägers 90, sagen sie, sei nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Zukunft der Luftfahrtindustrie abhängig. Wir sind als Industrie schon seit geraumer Zeit, seit Monaten und Jahren im Verbund mit den Amtsstellen der Auffassung, dass man die Abläufe solcher Aufträge vereinfachen kann und mehr auf eine industrielle Basis stellen sollte. Ich glaube, dass eine Nichteinführung des Jagdflugzeugs der 90er Jahre die Wirksamkeit der integrierten NATO-Luftverteidigung so weit mindern würde, dass eine in sich geschlossene Gesamtverteidigung nicht mehr möglich wäre. Unter diesem Stern wird inzwischen so ziemlich alles angeboten, was das Militär braucht. Der Daimler-Benz-Konzern hält über 60% aller Rüstungsartikel feil. Konkurrenzlos. Denn Messerschmitt Bölkow Blohm wurde einverleibt, AEG, Dornier, MTU und andere gehören ihm schon. Daimler-Benz ist nicht nur schlechthin der größte BRD-Konzern, sondern der größte Waffenhersteller. Eine gefährliche Konzentration, beängstigend durch die Fülle von Macht. Meine Aufgabe als Chef dieses Unternehmens kann nicht sein, nach Gefühlen mich zu richten. Ich muss für die Zukunft dieses Unternehmens die richtigen Schritte vorbereiten. Und die wiederum beziehen sich auf die Vorbereitung der Wettbewerbslandschaft Europa und über Europa hinaus, der ganzen Welt. Wir haben Wettbewerb mit den Amerikanern und den Japanern. Das ist unser Wettbewerb. Darauf müssen wir uns einstellen. Im Wechselspiel des staatsmonopolistischen Systems ist der jeweilige Verteidigungsminister eine nützliche Figur. Natürlich austauschbar. Dieses Mal ist es ein Rechtsprofessor und er weiß auch sofort Bescheid. Wir haben die längste Friedensperiode unserer neuen Geschichte hinter uns und wir sind erfolgreich gewesen. Und der Erfolg dieser Politik beruht ganz entscheidend darauf, dass das westliche Bündnis seine gesicherte Verteidigungsfähigkeit immer gewahrt hat, aus einem Miteinander von nuklearer Abschreckung und ausreichender konventioneller Rüstung, Stärke. Die alte Abschreckungstheorie wurde bisher von jedem der zuständigen Minister strapaziert. Wahr ist sie deshalb nicht geworden. Ihre Fadenscheinigkeit steht in angemessenem Verhältnis zu ihrer Gefährlichkeit. Ich bin der Meinung, dass wir gerade im nuklearen Feld modern bleiben müssen, um eine wirksame Abschreckung zu haben, denn Nuklearwaffen sind Waffen, die den Krieg verhindern. Den Leuten weismachen zu wollen, dass die gefährlichste aller Waffen Frieden stiften kann, eine teuflische Idee. Solch eine Demagogie wird offenbar gebraucht, um Nuklearwaffen zu produzieren, wie es hier in Amarillo, USA geschieht. Es ist der in der westlichen Welt größte Produzent von Nuklearwaffen, das US Department of Energy, Pentax. Dort werden nukleare Sprengköpfe produziert, im Durchschnitt 4 am Tag. Eine mehr als 1000-fache Zerstörungskraft der Bomben von Nagasaki und Hiroshima. Ich bin sehr glücklich mit meinem Job. Ich bin stolz darauf, ein Teil von Pentax zu sein. Ich bin stolz, dass ich bei der Verteidigung unseres Landes nützlich bin. Das Denken der Menschen ist widersinnig auf den Kopf gestellt und schamlos manipuliert. Man missbraucht ihre patriotischen und religiösen Gefühle, motiviert sie für den eigenen Untergang. Das Wort Gottes erklärt klar und deutlich, die Erde wird einmal durch einen Atomkrieg geläutert. Will be purged by nuclear war.
Die meisten in Amarillo, einschließlich der Pentex-Arbeiter, glauben daran, dass ein Atomkrieg unvermeidlich ist. Durch das Bauen der Bombe, sagen sie, halten sie Amerika stark. Um mehr Seelen zu retten, Seelen, die sich zu Gott erheben werden, wenn der nukleare Holocaust kommt. Meine Kinder sollen nicht im Kommunismus aufwachsen. Sollen sie lieber in einem nuklearen Holocaust umkommen? Ja, weil ich weiß, dass sie im Himmel sein werden. Von diesen Bundeswehrangehörigen bekommt man möglicherweise solche Ansichten nicht zu hören. Kaum einer, mag er noch so manipuliert sein, würde sich so äußern. Doch die Allianz von Rüstungsindustrie und imperialistischer Politik beherrscht sie schicksalhaft. Ihr Zutun ist nicht gefragt, ihr Wissen um Zusammenhänge nicht gefördert. Richtig! Augen gerade aus! Die Bundeswehrsoldaten sind den Bedingungen und Zielen imperialistischer Streitkräfte unterworfen, haben ihre Rolle zu spielen, mehr oder weniger aktiv, mehr oder weniger motiviert, eine Verbindung zwischen ihrer Ausbildung an den Waffen und den Produzenten dieser Waffen erkennen sie nicht. Sie werden gut ausgebildet an guten Waffen. Zum Beispiel auch mit dem Gewehr von der Schwarzwaldfirma Heckler und Koch, dem G3, einem besonders guten deutschen Gewehr. In the final analysis, Heckler & Koch weapons must be considered. Nach meiner Einschätzung gehören die Waffen von Heckler und Koch zu den besten der Welt. Das G3-Gewehr bekommen Sie praktisch überall. Es ist sehr zuverlässig und mit allem ausgestattet, was man für den Einsatz im Krieg braucht. Ersatzteile sind auf den üblichen Wegen leicht zu beschaffen. Das Gewehr ist robust, es geht nicht so schnell kaputt. Wirklich eine sehr gute Kriegswaffe, da gibt es keinen Zweifel. Die Firma macht weltweit eine aggressive Verkaufspolitik. Wo immer sie ein Geschäft wittert, ist sie zur Stelle. Das hat ihr steigende Beliebtheit eingebracht. Kein Wunder, dass Waffen von Heckler und Koch zur Verfügung stehen, wenn ein Krieg ausbricht. Das G3 ist nur ein Gewehr, recht unbedeutend im umfangreichen Arsenal alter und neuer Waffen. Politik und Rüstung der NATO sind darauf aus, die Abrüstungsinitiativen des Sozialismus zu unterlaufen und Lücken in den internationalen Verträgen auszunutzen, um dem imperialistischen System Überlegenheit zu erhalten oder zu verschaffen. Die daraus erwachsene gefährliche Bedrohung des Friedens ist deutlich. Zum letzten Gefecht des Imperialismus darf es nicht kommen. Kriege wurden stets mit den Waffen geführt, die vorhanden waren. Hergestellt aus unersättlicher Profitgier. Diese Logik ist zwar einfach, doch sie hat keine Zukunft. Seit Anfang der 60er Jahre hat die Bundesrepublik in 72 Länder Waffen geliefert. In Länder, in denen zum Zeitpunkt des Exports Frieden herrschte. In 47 davon brachen später Kriege aus.